Hallo, ich bin Nils Klipstein und ich komme gerade von einer wunderbaren Reise zurück. Nämlich der Fantasiereise Umarme deinen Schatten. Fantasiereise für eine liebevolle Selbstakzeptanz. Diese Fantasiereise wurde von mir und Frank Höse konzipiert, von Frank geschrieben und von Daniel Wandelt, unserem Sprecher, eingesprochen. Und ich habe mir gerade eine halbe Stunde Pause gegönnt und diese Fantasiereise einfach mal selbst für mich ausprobiert. Und ich hatte mir diese Reise ausgesucht, weil ich gerade heute in meinem neuen Buch darüber geschrieben habe, über das Akzeptieren unserer Schattenseiten. Und so habe ich mir vor dieser Fantasiereise also überlegt, welche Anteile an mir mag ich denn vielleicht so gar nicht und welche Anteile ärgern mich vielleicht sogar manchmal an mir selber und bin dann mit zwei dieser Ideen in diese Fantasiereise reingegangen und habe mich von der wunderbar entspannenden Stimme von Daniel Wandelt einfach mal treiben lassen und er ist diese Übung mit mir durchgegangen in dieser Fantasiereise und hat mir gezeigt, wie ich meine Schattenseiten akzeptieren kann und sie auch in mich integrieren kann. Das ist wirklich ein ganz persönliches Erlebnis, was ich dabei machen konnte. Und ich habe gelernt, mich rundum wohl und glücklich mit mir selbst zu fühlen und einfach zu akzeptieren, dass dort auch die guten und die schlechten Seiten zusammenkommen in mir. Und genau das macht mich aus und genau das gibt mir auch Kraft. Also wie schon gesagt, du kannst dir vor der Fantasiereise, wenn du möchtest, schon ein oder zwei Themen aussuchen, die du in die Reise mitnimmst und mit denen du dann arbeiten möchtest. Also Themen, die du nicht so an dir magst und die du in dir integrieren möchtest. Oder du gehst ganz unvoreingenommen in diese Fantasiereise hinein und schaust einfach mal, was dort in dieser tiefen Entspannung der Reise dann in dir aufkommt. Denn dein Unterbewusstsein weiß schon ganz genau, welche Themen jetzt vielleicht gerade dran sind, die du jetzt bearbeiten möchtest. Und das geschieht in dieser Fantasiereise mit einem wunderschönen Ritual, das deine Vorstellungskraft einfach ein bisschen auf die Beine hilft und dir dabei hilft, diese Dinge zu bearbeiten. Und du wirst dich danach ganz wunderbar und gestärkt und zufrieden mit dir selbst fühlen. Ja, und diese Fantasiereise gibt es bei Start to Dream, dem Verlag für Fantasiereisen. Und du kannst sie bei Amazon zum Beispiel finden oder auf der Webseite von starttodream.de. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Und erzähl doch vielleicht als Kommentar in diesem Video, was du selbst erlebt hast bei dieser Fantasiereise. Und ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnieren möchtest, dann erzähle ich dir auch noch in weiteren Videos meine Erlebnisse mit den anderen Fantasiereisen und gebe dir in anderen Videos auch Tipps, wie du die Kraft der Imagination in deinem eigenen Leben anwenden kannst. Also, hasta luego, bis zum nächsten Video.